Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt solche Jona-Tage. Tage, da man sich fühlt wie, Verzeihung den Ausdruck, wie ausgekotzt. Jona aus dem Bauch des Fisches. Jona, der vor Gott wegläuft. Die Väter machen eine sehr interessante Beobachtung bei diesem Jona. Sie sagen, bei all den vielen Erfahrungen, die wir machen und die sich in der Bibel wiederfinden, wo wir immer wissen, wir zum Glauben braucht es auch unsere Bereitschaft, unsere Zustimmung, dem Ruf Gottes zu antworten, gibt es auch jene Erfahrung solcher Jona-Tage, da man partout nicht will und dennoch glauben muss. Das heißt, Gott hat die Möglichkeit, nicht generell, aber doch Einzelexemplare offenbar, wie diesen Jona, gegen seinen Willen zum Glauben zu bringen. Und vom ersten Vers bis zum letzten Vers dieses kleinen Prophetenbuches finden wir genau das. Zuerst will er den Auftrag Gottes nicht, er läuft weg, er bringt andere in Gefahr und sich selber auch. Dann will er dem Gottes dadurch entfliehen, dass er sich ins Meer werfen lässt, dann ist eh alles rum. Dann schließlich findet er sich bereit, wenigstens den Auftrag Gottes auszuführen und ist absolut mies gelaunt, wir werden das noch hören, als die Niniviten sich bekehren. Das hatten wir ja noch nie, dass einer Umkehr und Buße predigt, und zwar außerhalb von Israel, und die hören auch noch. Ja, wo kommen wir denn dahin? Jetzt hat er noch nicht einmal das Vergnügen, zuschauen zu dürfen, wie die alle untergehen. Wie diese Mistkäfer von Heiden einfach verschwinden, wie der liebe Gott die platt drückt. Das hätte er gerne gesehen. Dann hätte sich der ganze Aufwand wenigstens gelohnt. Aber diesen Gefallen tut ihm Gott nicht. Und die Niniviten auch nicht. Obwohl sie Heiden sind, gehorchen sie dem Wort Gottes, das durch den Propheten ergeht. Gegen seinen eigenen Willen glauben zu müssen, das ist möglich. Manchmal sagen wir vielleicht selber zu schnell, viel zu schnell, ich kann gar nicht glauben oder ich kann nicht mehr glauben. Wir sollten den Möglichkeiten Gottes da keine Grenze setzen und wissen, selbst wenn wir vor ihm weglaufen, wenn wir vor unserer Taufberufung oder unserer geistlichen Berufung Reiß ausnehmen, weg wollen, einfach nur noch heraus aus dieser Nummer. Gottes Barmherzigkeit und Gottes Ruf sind keine Grenzen gesetzt, erst recht nicht seinen Möglichkeiten. Jeden und jede, die er will, die kriegt er, früher oder später, auf diese oder auf eine andere Weise. Darin liegt ein großer Trost.